Die einen sagen, Gendern ist doch alles nur so ein neumodischer Trend. Die anderen sagen aber, es gehört zu einer fairen Sprache einfach dazu, dass man nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Zuschauerinnen spricht. Ich bin jetzt heute hier in Frankfurt unterwegs und frage die Menschen direkt nach ihrer Meinung. Was halten Sie vom Thema Gendern? Gendern Sie schon und warum? Was ist deine Meinung zum Thema Gendern? Sehr umfangreiches Thema auf jeden Fall. Auf jeden Fall Akzeptanz, Toleranz. Ja. Einfach um auch die Gleichberechtigung irgendwie auch ins Gewissen der Leute zu rufen. Ich finde, dass Frauen die eine Hälfte der Menschheit sind und deswegen genau die gleichen Rechte haben. Und ich habe eigentlich nie anders gedacht. Ja. Obwohl ich schon 93 bin. Die Frauen sind genauso viel wert wie der Mann. Ich halte Frauen in Ehren und Männer auch. Viele Substantive sind aber halt maskulin geprägt, so historisch entstanden. Also ich finde es wichtig und ich versuche es eigentlich auch immer zu machen, weil es tut keinem was weh. Permanent bin ich eigentlich auch schon dafür. Ich denke nur manchmal ist es auch eher so ein Problem der deutschen Sprache, dass wir halt dieses Männliche und Weibliche haben. Weil, sag ich mal, im Englischen gibt es ja oft einfach nur ein Wort, was beide Geschlechter mit einschließt. Ich finde auch diese Kreuze, also diese Sternchen, Schrägstriche und so alles sehr anstrengend. 2018 hat das Verfassungsgericht entschieden, dass nicht-binäre Menschen, also Geschlechtsidentitäten aus dem Transgender-Spektrum, auch in der Verwaltungssprache berücksichtigt werden müssen. Heißt, es reicht nicht mehr aus, in Stellenausschreiben von Bewerbern oder Bewerberinnen zu sprechen. Entweder man muss das Gender-Sternchen benutzen, also die BewerberInnen, oder man nimmt den Zusatz MWD für männlich-weiblich divers. Ja. Ist es denn auch so, dass man, wenn man immer hört von Politikern, Ärzten, Bewerber, dass man dann automatisch irgendwie ein männliches Bild im Kopf hat? Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Also ich habe da selber meine Studie zu gemacht, weil Psychologie, weil ich da studiere. Und da war das so, dass die Leute immer bei Ärzte erstmal Männer assoziiert haben. Zum Beispiel eine Hebamme ist für mich ganz normal, habe ich ein Frauenbild im Kopf. Aber nur weil man nicht Ärztinnen sagt, sind für mich Ärzte trotzdem sowohl weiblich als auch Frau, also weiblich als auch männlich, sorry. Wussten Sie, dass sich Kinder einen Beruf eher zutrauen, wenn er in einer geschlechtsgerechten Sprache formuliert wurde? Das heißt, wenn man eben nicht nur von Ingenieuren, sondern auch von den Ingenieurinnen spricht. Das macht den sonst so männlichen Beruf attraktiver für Kinder. Das sagen jetzt zumindest Psychologen und Psychologinnen an einer freien Universität in Berlin. Glaubt ihr, dass das irgendwann noch wirklich so ganz normal ist im alltäglichen Sprachgebrauch, dass man gendert? Ich denke, da sollte der Weg ja hinführen, oder? Also, meine Meinung dazu. Das ist einfach eine Sache der Gewöhnung, denke ich. Ja, kann ja passieren. Also Sprache entwickelt sich ja. Und wenn es wird ja auch so ein bisschen rein forciert jetzt. Und kann sein, dass es dann einfach als natürlich empfunden wird. Ja. Ich kann mir leider vorstellen, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis das wirklich komplett für jeden Einzelnen akzeptiert und toleriert wird. Fazit, die Menschen in Frankfurt haben wirklich sehr offen auf das Thema Gendern reagiert. Trotzdem glaube ich, dass Gendern in unserem alltäglichen Sprachgebrauch noch nicht zu 100% angekommen ist. Es ist einfach ein Prozess, der sich so nach und nach noch entwickeln muss. Aber wie sagt man so schön, Sprache bildet unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ab. Und zu Themen wie Gleichberechtigung, Wertschätzung, Diversität, Offenheit, da gehört Gendern einfach dazu.